Yes, we are back, and this is the final part of Volker Pispers' History of USA and Terrorism. Wow, it's been such a journey, bro. Part 1, part 2, all the way to part 4. We are here, 5 of 5, the fifth part of Volker Pispers' History of USA and Terrorism. Bro, let me not talk much. Let's get to it. Let's go! Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Angela Merkel again, what has she done? Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Und sie hat es angekündigt, kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz, sagte diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Und dann hat sie vergessen, noch hinten die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne regiert, nicht? Naja, zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Natürlich hat sich auch etwas verändert nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. Oh. Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Oh. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt, als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen hat. Hundertfünfzigtausend Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen totfahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Nochmal 6.000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinknormale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann-Bund montags nachmittags. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung
durch den islamistischen Terrorismus, denn das ist der deutsche Albtraum, 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. Soweit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. Soweit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gebracht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose, das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Ja. Vielleicht ist es das, was Beckstein, Schilly und Schönbaum eigentlich wollen. Ne? Eine schöne Mauer, die ist aber ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Alle Ossis haben wieder einen Job. Diesmal schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Na klar, der Otto Schiele hat gesagt, der Beckstein hat recht. Und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco nur eingeführt. Chilis großes Vorbild. Ist in Spanien blöd gelaufen, hat einen Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich. Oh. Wow. Let me take this off. I don't want any disturbances. Let me take this off. Bro, trust me, it has been a beautiful journey all the way from part 1 to part 5. It has been nothing but a beautiful journey. Initially, I made mention of the fact that Volker Perthes is nothing but an amazing storyteller and a great historian. Let me add to it that he is also an extraordinary researcher. You see how he told the story from part 1 to 5? Now, he started from the global hemisphere or the global perspective, talking about a whole lot of America, you know, America doing this with these people, moving here, doing this and there. From there, he began focusing on the neighboring countries around Germany, kind of. And right afterwards, let me say, he began focusing on most of the Arabian countries. So right afterwards, he came to the local hemisphere, talking of Germany. And that is a beautiful way of telling a story based on, you know, scopes. From the global perspective, come to the national level, probably the regional or local level. And that has been beautiful. Honestly speaking, it has been a while reacting to something of the sort. Yeah, I normally do a lot of music, but this has given me a whole lot of insight about what I've been doing regarding my reaction videos. And trust me, as time goes on or as we proceed, we are definitely going to see a lot of this beautiful piece. So tell a friend to tell a friend to tell a friend to follow the man named Seth Redu, because he has the best and amazing content for you all. Once again, my name is Seth Redu, and I still maintain my title as the man with the deepest voice. So if you love the content I do create, or if you love what I do, and you genuinely want to be part of this beautiful family, do what subscribe to the channel, like this video, and give your comments coming. Peace.